Hallo Erzdämon. Damit sind wir in den Todesgräben angekommen. Aber hier machen wir in der nächsten Aufnahmesession weiter. Bis dahin und in der nächsten Folge. Da sind wir wieder bei Dragon Age Origins. Mal gucken, wie lange ich es mit der Gesichtslampe hier bei dieser Hitze aushalte. So, wir haben den Todesgräben erreicht. Und da sind die Legionen der Toten. Dunkle Brut hat uns aufgespürt. Helfen wir nochmal. So, Morrigan, komm mal gerade her. Du hast da nämlich ein sehr schönes Target. Na komm, einfach mal so schön in die Backline, so. Oh, einfach noch Alpha. Dann geben wir euch doch mal... Oh, falscher Skill. Ich wollte das hier machen. Ich glaube, wir haben nicht so gut getroffen, wie wir hätten treffen können. Das macht aber gar nichts. Wir stellen uns mal so hin. So, auf mich bitte. So, achso, jetzt gehen alle auf mich. Ja gut, macht's. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. So, dann bitte wieder nach hier hinten. Wir gehen auch mal ein bisschen weg, das wäre schön. Den ganzen Rest im Schneesturm haben, während wir hier... Rennt ihr gerade da rein? Ach nee, ist nur ein Hurlock. Wieso rennt der Hurlock da rein? Ich meine, ich beklag mich nicht, aber... Hä? Naja, egal. Er macht's auf jeden Fall. Währenddessen gehen wir hier rein. Wo willst denn du hin? Der war verwirrt. HP-technisch sieht aber noch ganz gut aus eigentlich. Ah, jetzt gehen gerade ein paar viele auf mich. Auf mich sag ich schon. Zu wenige gehen auf mich. Dann nutzen wir doch gerade mal die Gelegenheit und schützen uns. Und schützen Morrigan. So. War das jetzt das Kraftfeld oder hat ihn zermalmt das Gefängnis abbekommen? Okay, war das Kraftfeld. Die Animation sah gerade ein bisschen komisch aus. So, war's das? Ah, nicht ganz. Hier ist noch einer. Sollen Sie ruhig glauben, Sie würden uns hier festhalten. Sobald das mit dem Thron geregelt ist, treiben wir Sie in Ihre ekelhaften Brutstätten zurück. Hallo, Cardol. Atrast Vala, grauer Wächter. Von den Euren habe ich noch nie einen in den tiefen Wegen gesehen. Oh, und dennoch klingt er nicht überrascht. In der Legion der Toten geben wir unser Leben auf, um frei von Furcht und hoffnungsfroher Blindheit zu sein. Wir wissen von der kommenden Verderbnis. Überraschend ist nicht, dass ihr gekommen seid, sondern eure geringe Anzahl. Was wollt ihr jetzt hier, Wächter? Ich suche Paragon Branka. Wer hat euch denn den Floh ins Ohr gesetzt? Wir haben wirklich andere Sorgen in Orzammar. Ah, jetzt verstehe ich. Die Lords der Versammlung können sich nicht entscheiden und die Kandidaten brauchen bessere Argumente. Ist das soweit richtig? Ungefähr so. Wächter, da habt ihr ja einiges vor. Paragon Branka ist tot, das weiß jeder vernünftige Zwerg. Denn jenseits unserer Linien tötet die dunkle Brut alles, was sich bewegt. Und warum die Zurückhaltung? Ich führe liebend gern einen Stoßtrupp durch die Todesgräben. Aber ohne jemanden auf dem Thron haben wir keine Befehle. Und von einem Kandidaten nehme ich keine an. Wenn ihr einfach blind drauf losbuddeln wollt, nur zu. Dann erzähl mir auch mal ein bisschen von der Legion der Toten. Das ist nämlich ein sehr interessantes Konzept, finde ich eigentlich. Wir sterben unter den Augen unserer Brüder und können ohne Furcht kämpfen. Unser letztes Opfer bringt auch die Erlösung. Mehr müsst ihr nicht wissen, sonst fällt ihr noch ein Urteil. Oder schlimmer, ihr eifert uns nach. Habt ihr vom Amboss der Leere gehört? Wissen Staubfresser, was Respekt ist? Nie gesehen und wenn es ihn gibt, geht er mich nichts an. Aber wer nach Paragon sucht, kann auch nach dem Amboss suchen. Oder nach unerschöpflichen Lyriumadern. Verstehe. Viel Glück, grauer Wächter. Nicht sehr gesprächig. Ja gut, wenn ihr nicht voranpushen wollt, machen wir es halt. Aber jetzt looten wir erstmal Dämonensekret. Kettenrüstung. Ich werde es tun. Wo ist denn der Alpha? Da. Saphir. Und hier ist noch irgendjemand halb im Boden drin. Und das war's. Mehr nicht.
Okay, war ein bisschen wenig. Dann kümmern wir uns doch mal um den Rest, der hier anscheinend ein bisschen ein Delay hat. Nochmal. So, die anderen müssen nämlich gerade auch noch gleich hergerannt kommen. Ja, die Richtung vor. There we go. So, dann Nummer 1, werden die noch aufstehen. Was war dem sein Plan? Das ist nur normaler Agent, noch kein Gesandter. So, um den kümmert ihr euch. Ja, perfekt. So, nächster. Und hier, die Todesgräben sind der erste Abschnitt, warum ich Orsam als letztes machen wollte. Weil wenn man hier nicht ein hoch genuges Level hat, da überrennen die einen die ganzen Hurlocks und Genlocks ziemlich schnell. Hier geht es jetzt gerade noch, aber das wird noch schlimmer. Wir werden noch Crapload an Rogan sehen. Also wie gesagt, wenn man Orsam so rein von der Thematik her und von dem, was hier abgeht, finde ich es ziemlich eindeutig, dass Orsam mal so gedacht ist, als letztes gemacht zu werden. Und deswegen machen wir es auch so. So, nächste Welle. Wieder kein Gesandter? Na, perfekt. Nur um sicher zu gehen, dass hier keine noch blöde Idee kommt. So, ihr könnt da hinten von der Backline-Damage machen. Perfekt. Ihr schüttelt halt die Bogenschützen aus. Oh, hallo Kreischer. Gut, da machen wir mal kurz. Verschaffen uns mal ein bisschen Luft kurz. So, Morrigan. Gib du uns mal so einen mit. Ist mir in jedem Fall egal, ob der mich trifft. So, mal gucken, wie der jetzt gleich trifft. Kamera. Könntest du bitte. There we go. So, Alpha wieder. Schrei du ruhig, bringt dir nichts. Ja, genau. Und das war's, perfekt. Wie ihr meint. Genlock. Sonst ist hier nix. Okay. Also loot-technisch geht's hier ja gerade nicht so besonders ab, aber hey, das ist der versprochene Ogre und seine Ehrengarde. Kümmern wir uns auch mal um die. So, Streuschuss. Ich habe mal wieder keinen Pet gerufen. So, jetzt komm her. Ich bin soweit. Sehr schön. Ja, ich habe mit Morrigan nicht auf die Gegner selber gezielt, sondern nur auf die Stelle da. Okay, gut. Kriegt er halt den hier ab. Wer sich nicht benehmen kann, wird entsprechend behandelt. Oh, sorry. Habe ich zu hohe Tenacity, um umgeschmissen zu werden? Ja, das ist ja doof gelaufen. So, Aura weg. Jetzt auch die Bogenschützen. Die übrigens ein absoluter Horror wären, wenn wir kein hohes Level und hätten und diese OP-Rüstung hier. So, du. Wie sieht der Backline aus? Ja, ihr lebt noch. Perfekt. Wie kriegt der ohne unsere Hilfe? Ich habe gesiegt. Okay, was hat der Ogre gedroppt? Hm, fast einen ganzen Sovereign. Nicht schlecht. Giftextrakt. Na komm. Ich will looten. Na komm. Danke, Todeswurzel. So, und die Tür war zu, ne? Ja, genau. Okay, wo ging es jetzt nicht lang, ist die Frage. Weil ich will ja den falschen Weg zuerst gehen, weil, ne, kennt man. Runenstein. Codex auch immer ein bisschen XP, die man nicht verschwenden möchte. Und eine zerbrochene Truhe. Mit ein bisschen Geld. Okay, gut, das heißt, wir haben den falschen Weg zuerst genommen. Perfekt. Ach hey, guck mal. Sobald wir die Drecksarbeit machen, bewegt ihr euch plötzlich auch. Oder wie? Nun, grauer Wächter, ich muss euch Respekt zollen. Ihr habt eine Schneise in die Brut geschlagen. Vernunft habt ihr noch nicht angenommen, aber kämpfen könnt ihr. Ja, die hatten wir alle schon.
Leb wohl. Viel Glück, grauer Wächter. Sache ist halt auch, wie wir schon in anderen Dialogen erfahren haben, die Zwerge juckt die Verdepps halt nicht so besonders, weil die durch die tiefen Wege haben, die dauernd Kontakt zu dunklen Brut. Ist zwar ein sehr kurzfristiges Deck, weil die Zwerge auch von der Oberfläche abhängig sind, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Aber erstmal denken die sich bei der Verdepps halt, hey, wir haben mal nicht so viel dunkle Brut wie sonst am Hals. Wie gesagt, der Gedankengang ist falsch, aber nachvollziehbar. So, da um die Ecke warten ein paar Sachen auf mich. Aber hier ist erstmal ein bisschen zerbrochener Stein. Lyriumstaub. Gebt die Richtung vor. Ich sehe Bogenschützen. Mal gucken, wie lange ich ihn noch sehe. Antwort: nicht lange. Alle tot? Ah, nein. Aber lang genug rausgenommen, um durch die Frontline zu brechen. Oh, wieder rennen sie weg. Hat da jemand Angst? Ich weiß nicht, wie für mich in den Hinterhalt, aber. Da ist ein Bronto. Ja. So, halt. Mal gucken, ob die kommen. Ach, na, sieh mal an. Ich bin bereit. Kaum merken sie, dass wir denen nicht hinterher rennen. Beenden wir es. So, die haben noch keine Agro gezogen, dann ändern wir das doch mal. So. Bitte sehr, einmal für euch. So, und du kommst her. Das war nicht unserer, wo ist der Gesandte? Erlock. Hier ist irgendwo ein Gesandter. Oder wo kam die Explosion gerade her? Ah, da oben, ich wusste, hier ist ein Gesandter. Der Bronto hat Aggro auf mich, oder? Ja, hat er. Perfekt. Du gibst uns mal kurz eine Gruppenheilung. Okay, der Herlock, da hat keine Aggro auf den Gesandten. Auf uns. Das ist ein bisschen doof. So. Natürlich hat der Morrigan noch gekillt gekriegt. Aber vorsichtig. So, jetzt komm her. Oh, Orkron ist tot. Der hatte dieses blöde Siegel wieder auf sich drauf. Wird erledigt. Echt jetzt, Kumpel? War das jetzt noch notwendig? So, hier sind noch massenweise Gegner. Die Frage ist, sind die weit genug weg, dass ich hier als aus dem Kampf gelte? Sind sie, ja. Dann stehen wir wieder auf, Orkren, bitte. So, wie sieht's verletzungstechnisch aus? Du hast Kopfverletzung, Abzug auf Willenskraft, das ist egal. Du hast Kopfverletzung, Abzug auf Willenskraft, das ist auch egal. Du hast Kopfverletzung, Abzug auf Willenskraft, bei dir ist das nicht egal. So, dann holen wir jetzt mal wieder den hier. Wie ihr meint. Ich werde es tun. Dämonensekret. Bisschen Geld. Bisschen Geld. Und ein bisschen Geld. Okay, hier sind 4 Gegner. Was denn für welche? Kann man das auch sehen? Genlock, 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 Genlock. Nichts Interessantes. Oh, und Kreischer. Die sind ein bisschen interessanter. Aber nicht wirklich. Zumindest nicht, solange ich von allem die Aggro habe. So, der Bär kommt nicht um die Seite. Perfekt, dann komme ich nicht um die Seite hier. Und das sind Templerhelme. Oder sind das graue Wächterhelme? Könnten auch graue Wächterhelme sein. Aber ich glaube, es sind Templerhelme. Interessante Ausstellung habt ihr hier, Freunde. Und eine. Ah, komm, zwergische Kriegsaxt. Und Morrigan hat es mal wieder nicht fertig gebracht, einen arkanen Bolzen zu casten. Ihr werdet inzwischen wissen, was diese Aura bedeutet. So, hier ist noch ein Genlock. Und hier ist noch ein Sarkophag. Dolch. Stiefel der Legion. Die sind actually gar nicht mal so schlecht.
Wenn wir das rechtzeitige Legionsset noch finden, dann mit dem Gegenstandsbonus. Kann man mal gucken, wie das abschneidet im Vergleich zu Orgrins aktueller Rüstung. Ich bin ja kurz davor, den Skill abzuschalten. Kann ich die Tür aufmachen irgendwie? Zumindest mal nicht hier, durch da vorne ein Hebel. Wird erledigt. Kurzbogen. So, was ist denn hier? Also Gegner sind hier, obviously. Und natürlich direkt wieder zermalmendes Gefängnis. Okay. Ihr wollt die Taktik, könnt ihr haben. So. Und einmal schön mitten rein. Aber gerne. Mal gucken, wie euch das gefällt. Dachte ich mir. Oh, echt jetzt? Können diese Gesandten mal nicht die Obernervensägen vorm Herrn sein, bitte? Einmal. So, Fokus der hier. Auf den Boden. Ach, es kommt der Bär ja nicht durch. So, was ist denn euer Plan hier eigentlich, wenn man mal fragen dürfte? Hier. So, oh, sind auch gerade eingefroren. Eine Falle. So. Okay, wo ist jetzt Falle? Sarkophag, Sarkophag, Sarkophag. Haben wir die schon ausgelöst? Ich glaube, wir haben die Falle schon ausgelöst. Zumindest sehe ich ja keine. Die müsste ja eigentlich angezeigt werden, wenn wir eine hätten. Naja, egal. Aber gern. Was ist denn hier schön? Ist denn ein Langschwert der dunklen Brut? Oh, wow. Das ist so ein bisschen schade, dass der Loot halt nicht darauf angepasst ist, dass wir hier mit Max-Level reingehen. Es ist halt nur Schrott zum Verkaufen und ein paar... Okay, gut, es sind ein paar gute Sachen dabei, wie die Legionsstiefel zum Beispiel. Kurzbogen. Lederstiefel eines Staubfressers. Mal gucken, wie viele Staubfresser-Sets wir insgesamt zusammenkriegen. Nicht, dass wir irgendwann irgendwas davon benutzen werden. So, also erstmal hier die letzten Gegner voll. Genlock. Nur normale Genlocks, okay. Haben die Fallen gerade selber ausgelöst? Echt jetzt? Wollt ihr vielleicht aus dem Feuer rausgehen? Nein? Okay. Dann bleibt drin. Nimm mal kurz die. Mach mal kurz die hier aus, bevor noch irgendein Unglück passiert. Ich bin soweit. Ah, schon wieder. So, jetzt kommst du her. Der Bär da oben tankt, das ist perfekt. So, und jetzt kommt ihr mal her. So, und der letzte da vorne ist auch weg. Perfekt. Okay, du hast was gelootet. Dann gib mal her, was du da gelootet hast. Hat Morgan jetzt eigentlich schon telekinetische Waffen? Nee, noch nicht. Kriegt's aber beim nächsten Level ab. Langbogen. Glaube ich zumindest, dass er den nächsten Level abkriegt. Weil ich kann mich irren, aber ich meine mich zu erinnern, dass telekinetische Waffen mit Frost-Feuerwaffen gesteckt hat. Wie ihr meint. Ich kann nur Frost- oder Feuerwaffen haben. Handschuhe der Legion. Aber telekinetische Waffen müsste noch extra gehen. Ich kann mich irren, aber ich meine, so war es. So, hier geht's weiter. Dann schauen wir mal, was da ist. Ich nehme jetzt mal ein zerbrochener Stein. Wie viel brauchst du noch bis zum Level Up? Ja. Noch etwa ein Drittel. Okay, was wartet da vorne auf uns? Spinnen und... Oh, ein Gesandter schon wieder. Na dann, Leute, Fokus. Ich will es tun. Und hey, zermalmendes Gefängnis, wie einfallsreich.
Komm, kusch dich einfach. So, bevor der wieder irgendeinen Blödsinn castet. So, ihr kommt mal alle mit. Und du machst gar nichts mehr. So, Gesandter weg. Unser Backline ist safe. Ja, so halbwegs safe. Dafür haben wir ja getauntet. Aber wenn die gerade alle aufeinander stehen, können wir eigentlich gerade mal kurz den hier machen. Wieso gehen die auf Orkerin? Leute, wieso geht ihr auf Orkerin? Ich habe getauntet. Könnt ihr bitte nicht auf Orkerin gehen? Ich bin soweit. So, runter. Dann einmal schön mitten rein. Und du gehst auf den hier, damit du nicht in den Feuerball reinrennst, bitte. Hallo, Feuerball? Morrigan? Könntest du bitte? Nö, könntest du nicht. Danke, was war das denn gerade bitte für ein Delay? So, nächste Spinne. Waren alle? Ja, waren alle. Perfekt. Okay, das war umständlich, als es hätte sein müssen. Aber hey. Endlock-Gesandter, zerbrochener Stein. Lebenstein. Okay, dann entschärft die bitte mal kurz. Direkt. Wo entschärfe ich das hier jetzt wieder? Normalerweise ist das so am Rand hier was, aber... Okay, weißt du was? Bevor wir uns die ganze Zeit abballern lassen, machen wir erstmal kurz so. Schick's mich los. Und dann versuche ich... Währenddessen versuche ich hier das hier zu machen, also dass das fertig ist. Ach, scheiß drauf. Lösen wir die Falle halt aus. Hm, macht die überhaupt irgendwas? Ich werde es tun. Die Hände schmutzig. Hat die Falle jetzt gerade legit nichts gemacht oder habe ich es nur übersehen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, da kam nicht viel. Sehr schön. Ah, ich beklag mich nicht. Vor allem nachdem diese Falle sich ums Verrecken nicht entschärfen ließ. Weil ich sie nicht angesehen wollte. Aber jetzt war der Einzige, wo sie irgendwas gemacht haben, die Falle. Nö, anscheinend nicht. Hat die es nicht ausgelöst? Wir sind hier durch, ohne die Falle auszulösen. Hä? Ich check's nicht, aber... Egal. So, anderes Problem. Das wirkt hier gerade fast wie der richtige Weg. Ah, hier ist... hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, da ging's weiter. Ich habe mich geirrt. Never mind. Doch, alles gut, haben doch nichts übersehen. Ich dachte, wir könnten über die Brücke, aber nee, können wir nicht. Oh, warte, das ist der richtige Weg. Es ist groß hier. Na gut, war halt mal ein Teig von den Zwergen, ne? Ich werde es tun. Macht irgendwo Sinn. Dolch aus Silberit. Erledigt. Feuerpfeil. Wie ihr meint. Langbogen aus Sylvanholz. Hey, kein Langbogen der dunklen Brut. Ich bin beeindruckt. So, da warten eine Crapload an Gegnern. Das ist ein Genlock-Schmiedemeister. Das ist aber gerade relativ egal. Solange hier kein Gesandter ist. Ich sehe keinen Gesandten. Wer hast du nicht drauf? Wie gesagt, kein Gesandter ist, ist alles Gucci. Und wir tanken ein bisschen von den Range-Moves, aber... Weiß drum. Erfolg freigeschaltet Taktik, also immer das heißt soll. So, helfen wir mal kurz Morrigan, die jetzt bitte wieder in die Backline geht. So, komm mal her, Kumpel. So, nächster.
Okay, jetzt kommt ihr wieder her. Nö, hier ist kein Gesandter. Perfekt. Könntest du bitte nicht, was immer du gerade vorhast, festhalten, da Pfeile, im Ernst? Irgendwelche Befehle? Ja, kümmere dich um den Idioten da, danke. Kann ich mich bitte jetzt wieder bewegen? Nein, anscheinend nicht. Okay, Gruppenheilung. Ihr kümmert euch um den Alpha, ich kümmere mich um den Schmiedemeister. So, runter. Okay, interessiert ihr nicht. Auch gut. Mach mal halt das hier. So, du kannst auch mal einen Skill benutzen. So. Ah. Betrifft ihn doch was. Geht doch. Das machen wir noch so. Ich bin soweit. Stellen uns hier hin. So, und nochmal betäuben und umreißen. Wir können auch ankotzen. Sicher auch gescheiten Loot haben. Hammer des Schmiedemeisters und ein Bogen, der sich Speerwerfer nennt, der auch schnelles Zielen hat. Und massive Zwergenstiefel aus Drachenknochen sowie ein Smaragd. Okay, dann testen wir doch mal, was wir da so haben. Hammer des Schmiedemeisters ist schlechter. Ist deutlich schlechter. Und der Speerwerfer. Ist eigentlich auch schlechter. Schade. Ich meine, er hat schnelles Zielen, ja, darf man nicht vergessen. Wobei wir halt auch schon den hier haben mit schnellem Zielen. Und meins nicht brauchen, weil das hier schon schnelles Zielen hat. Oh, wenn das stacken würde. Das wäre geil. Aber tut's nicht. Es gibt mir einfach nur den Skill schnelles Zielen. Wie ihr meint. Den kann ich nicht kriegen, wenn ich ihn schon habe. Wird erledigt. Insofern keine Verwendung. Schade. Ich erinnere mich damals im Let's Play, hatten wir den Speerwerfer von der Weile benutzt, glaube ich. Sehr schön. Aber da hatten wir Orsama, glaube ich, vor den Elfen gemacht. Und haben dann auch zu Falundins Einfluss gewechselt. Seit wir den hatten. Irgendwas war da so in der Richtung. Ja, irgendwas war da. Anyway. Wie ihr meint. Genlock. Genlock. Na was? Nee? Okay. Dann war das ja alles. Perfekt. Haben den Schmiedemeister erledigt. Dann zurück zum richtigen Weg. Speichern. Liegt hier bei diesem Rundgang irgendwas? Nee. Dann nächste Brücke, wie es aussieht. Ah genau, und hier ist dann die Brücke eingestürzt gewesen. So, hier kam jetzt gleich Kreischer, wenn ich mich richtig erinnere. Dunkle Brut. Ja, ich erinnere mich richtig. Dann ihr zwei bitte mal hierhin. Wir in die Mitte. Lassen die mal alle kommen. So, ihr geht auf mich und ihr geht zu Boden. Geht mal ein bisschen weiter weg, bitte. So, und jetzt einen nach dem anderen. Mit einer nach dem anderen meine ich AOE. Warte, so erwischt es uns nicht. Perfekt. Das heißt, gut, er erwischt halt Ockren, aber scheiß drauf. Ist sowas von Wurf. Vor allem, wenn wir critten und die einfach kaputt machen. Das und Ockren wegen seiner Tenacity wird früher aufgetaut. Ebenfalls nicht irrelevant. Okay, das waren die Kreischer. Betrachtet das als erledigt. Malachit, diesmal bitte mitnehmen. Sehr schön. Schwacher Wundumschlag, Säurefläschchen. Und das war's. Ja, das war's. Okay, anyway, hier ist nichts. Da komme ich nicht rüber, auch wenn da irgendwas auf der Minimap zu sein scheint. Aber wie gesagt, ich komme nicht hin. Also. Ich werde es tun. So, hier ist noch mehr Gegner. Ich meine, es sind die tiefen Wege. Es wäre komisch, wenn mal an irgendeinem Punkt keine dunkle Brut wäre. Oh, das ist kein dunkle Brut. Das ist ein verzehrendes Skelette. Nicht, dass die eine größere Gefahr darstellen würden, aber... ist immer mal eine Abwechslung. Oh, da ist ein Gesandter.
Da ist ein Gesandter. Gar nicht erst zu irgendwas kommen lassen. So, komm her. Ja, nieder mit dir ist ein gutes Stichwort. Perfekt. So, alle auf mich bitte. Und wieder alle auf den Boden. Dieser Kriegsschrei ist so geil. Einfach ein Instant AOE Knockback. So, einmal schön mitten rein. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie sie es gehört. Ja gut, da sind wir einfach so tank, dass wir den Feuerball einfach easy wegstecken. So, hier, du stehst noch. Also, was am Boden, aber sie noch erlebst doch gar nicht auch. Ich kann es auch nicht sagen, weil die waren tot, aber... Wir müssen kämpfen. Bist nicht mehr unter den Kampffähigen. Wieso hat ein verzehrendes Skelett einen Lebensstein dabei? Naja. Schwache Verletzungsausrüstung, verzehrendes Skelett. Noch was? Gesandter Dick gedroppt? Ne, aber das ist ein Sarkophag. Noch ein Teil von der Rüstung der Legion der Toten? Betrachtet es als ja, die Rüstung. Dann haben wir jetzt genug fürs Set, actually. Wie sind die verglichen mit Orkuns aktuellem Zeug? Ja, das ist das Moloch-Set gerade aktuell, ne? So, gut, das ist halt die Elementarresistenz. Aber halt auch nur 5%. Es gibt mehr Rüstung und die Passiven sind besser. Ja, machen wir das. Nix die Rüstung der Legion. Kann ich mit Kellens Rüstung mithalten, aber muss es ja auch nicht. Oder? 21, 88 plus 3 Willenskraft. Ja. Ja, unsere ist trotzdem besser. Aber es ist eigentlich genau das richtige Set für so einen Zweihandkrieger. Gut, und Orkun hat nicht mehr das Problem mit diesen riesen Schultern, die Moloch-Rüstung hatte. Aber hey, haben wir die Moloch-Rüstung wenigstens... Wobei, wir können die Moloch-Rüstung Stan geben, theoretisch. Wir müssen inzwischen auch genug Level haben, um massive Rüstung tragen zu können. Den müssen wir immer wieder mitnehmen. Aber Krieger mitnehmen ist halt so eine Sache, ne? Ja, wir haben sie schon ein paar Mal erörtert. So, was ist hier? Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Ach ja, hier sehen wir jetzt ein paar Erinnerungen gleich, was hier passiert ist. Es wird ein bisschen grafisch, die Beschreibung. Also, vielleicht ein bisschen... Vielleicht ist eine Vorwarnung angebracht. Wie ihr meint. Aber ich meine, es ist Dragon Age Origins. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Ich weiß nicht, wer was anderes erwartet hat. Wer bei Dragon Am Age Origins guckt. Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Die Sackgasse... Da sind Gegner, so schätze ich mal, hier ist die Sackgasse. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Nein, das war der falsche Weg. Also es ist der richtige Weg, deswegen ist es der falsche Weg, weil das hier der falsche Weg und damit der richtige Weg ist. Ein paar Spinnen und schon wieder ein Gesandter. Was ist denn gerade los? So, komm, drauf. Natürlich. Oh, sind zwei gesagt. Logisch. Okay. Machen wir's kurz. Oh, und dann bitte noch so. Und so. Liliana braucht gerade ein bisschen Hilfe, wie es aussieht. Kannst du bitte mal was machen, du Fettsack? So, Liliana ist unverwundbar. Ist der andere gesandt? So, rot. Die Gesandten, die sind... Auf Flug der Sterblichkeit. Meine Herren. Was eine Nervensäge.
Ja, das ist auch mal richtig notwendig. Ne? Weil der Kampf ist durch. Aber der Dot tickt halt noch runter. Das haben wir jetzt einen gespaltenen Schädel. Das war Abzug auf Klugheit, ja, von mir aus. Gesandte. Gesandte sind so ne... Krux. Und Gefährten-KI in so einem Fall. Oh, und dafür habe ich einen Todeswurzel-Extrakt bekommen. Yay. So wie einen Kurzbogen der dunklen Brut. Und einen Streithammer der dunklen Brut. Na, wenn's das mal nicht wert war. Geht sie noch weiter? Nee. Ja gut, ich meine, es gab XP. Es gab XP. Das darf man ja auch nicht vergessen. XP sind auch immer gut und wichtig. XP nehmen wir mit. So, jetzt aber zurück zum richtigen Weg. Am 9. Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Fleischiger Sack. Und da ist aus irgendeinem Grund ein Jadestein drin. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie... Was ist das? Ein Elf? Fremdartig und unmöglich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Ist das Verderber durch die dunkle Brut? Sie sieht irgendwie anders aus. Verderbtheit. Das waren die Männer. Ihre Wunden eiterten, ihr Verstand löste sich auf. Sie sind wie Hunde, marschierten voran, starben als Erste. Nicht wir. Nicht ich. Nicht Laren. Wir wurden nicht verwundet, wir wurden gemästet. Mit Freunden. Und Fleisch. Und Blut. Und ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laren zuerst nahm. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen. Bei der Veränderung zusehen. Wie erträgt man das? Wie ertrug Branka das? Branka? Gehört ihr zu Brankas Haus? Nicht von Branka reden. Was sie getan hat, mögen die Ahnen uns schützen und mir vergeben. Ich war ihr Hauptmann und habe sie nicht aufgehalten. Ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Was hat sie denn getan? Wo ist sie? Ich werde nicht von ihr reden, von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laren, nicht zu Branka. Und sie ist weggerannt. Ja, und wir werden gleich erfahren, wovon sie da geredet hat. Was diese am 8. Tag und so weiter gedeutet hat. Zumindest für euch wird es gleich sein. Oder zumindest in der nächsten Folge. Für mich wird es in der nächsten Aufnahme sein. Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amboss. Okay, kill mal den Ogre noch kurz. Mach uns das Zeug hier wieder an, bitte. Wieso ist das hier eigentlich nicht? Nee, okay, ja. Man kriegt halt alle Bandfälle, alle Wasser, man stirbt. Das ist halt so ein bisschen hier, doof. Mich los. So. Achso, wir haben hier wieder ganz, unser ganzes Zeug wieder anmachen. Whoops. So, so. Schilddeckung brauchen wir nicht, Verteidigung auch nicht. Kräfte sammeln machen wir wieder an. Oh, zwei Ogre. Nicht, dass das eine Bedrohung wäre oder so. So, das war der erste. Und der zweite.
Ja, sorry, wir haben jetzt zu viel Defensive. Um von sowas umgerissen zu werden. Wie ihr meint. Rundumschlag. Sehr schön. So, Ogryn, du brauchst mehr Geschicklichkeit. Auch noch ein bisschen Willenskraft. So, einfach motivieren. Ja, ich meine, Taunten soll er ja nicht. Wir könnten ihm perfekter Schlag geben, theoretisch, aber... Ne, gehen wir mal motivieren erstmal, dass wir hier auf Überlegenheit kommen. So, Morrigan, du kriegst... Hey, Überraschung, Magie und Willenskraft. Den Arcane Warrior geben wir dir natürlich nicht. Ja, da brauchen wir gerade nicht. Hier, telekinetische Waffen geben wir dir. Ich stehe euch zur Verfügung. Und das müssen sie doch jetzt mit Frostwaffen stacken. Ich werde es tun. Nee, doch nicht. Okay. Hab mich geirrt. Gibt Rüstungsdurchdringung. Wird gleich beim aktuellen Gegner nicht wichtig, also machen wir mal Feuerwaffen. Aber hier wenigstens haben wir jetzt Optionen. Entscheidend ist ja der nächste Level mit zermalmendes Gefängnis. So, dann jetzt aber. Bis gleich oder in der nächsten Folge. Let's go.